ERP-System der Zukunft. Vielleicht gibt es gar nicht mehr das ERP-System der Zukunft, sondern vielleicht muss man über eine modulare Struktur nachdenken. Naja, diese monolithischen Cluster wird es nicht mehr geben. Also ein ERP-System der Zukunft wird hochflexibel sein, wird nicht immer von einem Hersteller sein, meiner Meinung nach. Es wird zu Spezialisierungen kommen. Die Eigenschaften, die sicherlich hier von Vorteil sind, sind eine modulare Aufbauart und Weise. Das heißt, dass ich die Möglichkeit habe, gewisse Teile des ERP-Systems auch für sich betrachtet testen zu können. Stichwort Prototyping ist hier ein sehr wesentliches, um einfach auch den Anbietern die Möglichkeit zu geben, die neuen Systeme, die neuen Funktionalitäten zu erfüllen, zu erfahren. ERP-Systeme neu denken, glaube ich, als eine Architektur, die modulartig besteht, mit einer sehr hohen Datenintegrität, mit aber einer ganz gewaltigen Integrationsfähigkeit, dass wir also an diese Systeme mit einer Basisfunktionalität beliebig andocken können. Da muss sich auch eine Art Sprache oder wie man es auch nennen will, Möglichkeit der Interoperability geben zwischen den einzelnen funktionalen Teilen. Das ERP der Zukunft wird so ausschauen, dass es vor allem die Bedürfnisse des Anwenders unterstützt. Also ich denke speziell an irgendwelche Eingabehilfen, die es heute teilweise schon gibt, aber natürlich auch daran, dass endlich das Papier aus der Produktion oder von den Arbeitsplätzen wegkommt, dass wir alles online machen können, dass wir über gemütliche oder leicht zu bedienende Apps das System steuern, dass wir wiederum von den Systemen automatisch Antworten erhalten, ohne dass wir großartig Daten erfassen müssen, wo wir Fehler machen können, wo wir Zeit verlieren. Wir sind unermüdlich beim Weiterentwickeln unseres Produktes im Bereich des Produktmanagements für User Experience, um eben einfach die Gewohnheiten von Millennials, von jüngeren Leuten und von Applikationen, die man aus dem Consumer-Bereich kennt, auch in irgendeiner Form bereitstellen zu können für User in verschiedenen Rollen, die auch ERP-Systeme verwenden, um es dem User so leicht wie möglich zu machen. Und auf der anderen Seite von der Oberfläche her konfigurierbar, frei einstellbar und soll den Eindruck vermitteln, dass es einfach ist, ja? Obwohl im Hintergrund relativ komplexe Prozesse ablaufen. Die Komplexität steigt. Und Innovationen kann man schon gar nicht mehr greifen, ja, so schnell sind die hier. Und das muss man bei den Einführungen, muss man das berücksichtigen. Und hier muss man eben schauen, dass die Komplexität, die wir jetzt haben, der wir ausgesetzt sind, die müssen wir reduzieren. Die Eigenschaften des ERP der Zukunft sind Sinne, mit denen die Software besser interagieren kann. Der Gedankensinn ist natürlich ein Symbol für die zukünftige künstliche Intelligenz, die in ERP-Systemen oder Unternehmenssoftware integriert wird, mit dem man dann auch Big Data entsprechend analysieren kann und daraus Mehrwerte für den Kunden ziehen kann. Was aus meiner Sicht auch wichtig ist, die Landschaftentscheidung. Was ist meine IT-Landschaft? Wie soll sich aussehen eines Tages? Wie kann ich es vereinfachen mit Best Practice? Ja? Wie komme ich da in eine gute Umgebung und wie will ich es dann später auch warten? Das wird sehr oft zu Beginn übersehen und dann geht man live und hat hier eigentlich kein Konzept. Die Leute wollen schwer loslassen, ja. Und man tendiert dann bei Projekten häufig dazu, Dinge nachzubauen, die es früher einmal gab. Ne. Also ich glaube, die Anforderung muss sein oder der Aufruf muss sein an Unternehmen, dass Unternehmen auch bereit sind, sich anzulehnen an Best-Practice-Modelle, an Best-Practice-Prozesse, um einfach wirklich sich zu öffnen für neue, moderne ERP-Prozesse und nicht den Fehler eben zu machen, dass man eins zu eins nachbaut. Und das ist schon bezeichnet. Man hat oftmals als allererste Anforderung an ein ERP-System, das aber, sag mal, die Schnittstelle zum Excel sehr gut sein muss. Ja? Also no offense Microsoft, aber solange ich noch Excel nebenher verwenden will,
mache ich eigentlich mal grundsätzlich was falsch. Das heißt, dass man bei dem Projekt nicht allzu sehr sich mit der Frage beschäftigt, was haben wir bis jetzt gemacht, um das 1:1 abzubilden, sondern es als Chance begreift, wie können wir etwas anders machen, um zukunftsfähiger zu werden. Weil es bleibt nicht stehen, nichts bleibt stehen. Und also das ERP-System der Zukunft muss entsprechend vorbereitet sein, dass ich eben durch offene Schnittstellen, durch einen großen Bereich, dass ich jetzt nicht ein ERP-System gebe, das es nur einmal gibt auf der Welt, sondern dass ich schon ein System nehme, wo ich weiß, einfach durch die Community, dass die und die und die haben das weiterentwickelt, davon kann ich dann wiederum Nutzen ziehen sozusagen. Also ich partizipiere an den Ideen anderer sozusagen. Das heißt, ERP werden offene Systeme sein, die ich beliebig erweitern kann, und ich kann sie erweitern letztendlich aus der Steckdose, nämlich aus der Cloud-Lösung von Anbietern. Das heißt, es muss offen sein, weil innerhalb von 10 Jahren wird sicher sich sowohl die Produkt- als auch die rechtlichen Compliance, alle diese Begriffe, wird sich geändert haben, und das muss sich eben offen sein für diese Änderungen in der Zukunft. Und was auch ein großes Thema ist, ist das Thema der Mobilität. Was aber dann immer bei so sensiblen Unternehmensdaten noch sehr stark auch mit dem Thema Security, Compliance zusammenhängen. Und nur weil es hip, schön und angenehm ist, man will ja Usability haben, also für den User es komfortabel möglich zu machen, heißt es eigentlich, dass es rechtlich oder aus security-technischen Gründen möglich ist. Weil ja die ganze Cyberkriminalitätsthematik immer mehr in den Fokus rückt, werden auch diese ERP-Systeme zu Zielobjekten der Hacker werden, und dort Zerstörungen zu haben, sind eigentlich ganz gefährliche Dinge, deswegen muss der Sicherheitsaspekt hier auch ganz anders beleuchtet werden. Aber es muss in die Richtung gehen, always on, any device und anytime, rund um die Uhr, das Ganze skalierbar auf der Rechenzentrumseite, dass die Leistung angepasst werden kann, dass der Benutzer nicht merkt, dass da ein System gerade mal in die Knie geht. Ich glaube, dass das Thema ERP in der Cloud, also nicht, dass es stark in Richtung Cloud geht. Das Thema der Cloud-Service ist ein ganz wesentliches. Also wenn Sie sich heute überlegen, ein ERP-System, eine ERP-Entscheidung zu machen, dann braucht der Partner auch eine ganz klare, flexible Cloud-Strategie, der Sie nicht zwingt, Cloud-Services zu nutzen, der Ihnen aber maximale Freiheitsgrade bietet als Unternehmen, aus Cloud-Services, wenn Sie das möchten, auch zu profitieren. Und ich glaube auch, dass die Zeit der eigenen Server, der eigenen Bestückung vorbei sein wird, dass wir letztendlich relativ einfach die laufende IT und was wir jetzt als Bimodale auch dann bezeichnen, neu experimentieren, dass wir die kurz ausprobieren können, die kommen aus der Cloud, und dass wir die, wenn die sich bewährt hat, wenn die an die Bedürfnisse des Unternehmens adaptiert ist, einfach hinzugeschaltet werden kann. Also für mich wachsen die Architekturerfordernisse, dass wir immer noch ein homogenes Ganzes haben mit vernünftigen Datenprozessen, die abgebildet sind, aber dass der Adaptabilität, der Erweiterbarkeit, der Skalierbarkeit keine Grenzen gesetzt sind. IT ist im digitalen Zeitalter sicherlich nicht Selbstzweck, sondern sie dient vor allem einem, dem positiven Kundenerlebnis. Und ich glaube, das ist etwas, das ganz wichtig ist bei jedem ERP-Projekt, dass der Kunde eigentlich im Mittelpunkt steht, das Kundenerlebnis im Mittelpunkt steht und nicht nur die Anforderungen der internen IT und der internen Prozesse. Losgröße 1 ist ein Thema. Ja, man muss es schaffen, kleine Losgrößen so schnell wie möglich rauszubringen. Es gibt so Begriffe wie in unserer Industrie Printing on Demand, das gibt es Losgröße 1. Das heißt, es wird immer mehr, immer wichtiger, immer rascher, immer effizienter, möglichst geringe Stückzahlen, wenn ich jetzt in der Produktion oder geringe, also kleine Services rüberzubringen sozusagen in einer sehr raschen Umsetzungszeit. Und das nächste Thema ist Time, also Zeit spielt eine enorme Rolle, und hier wird es notwendig sein, dass die ausgelieferten Systeme bereits vorkonfigurierte Daten haben, ja, ein Best Practice, und ich nur immer noch eine geringe
geringes Einstellen vornehmen muss. Dadurch, dass die Zyklen immer kürzer werden, ist das Thema Standardisierung, Standardimplementierung einer Software extrem wichtig. Hier dem Kunden die Standards in der Projektphase von Anfang an auf den Systemen direkt zu zeigen und dann zu sagen, warum nehmen wir nicht die Standardprozesse? Hier lebst du von Ressourcen, die der Softwareentwickler dir sowieso zur Verfügung stellt. ERP-Projekte gestalten sich auch immer individueller. Die Anforderungen werden individueller, trotz auch der Standardisierung. Und diesen Spagat zu schaffen, ist etwas, das man auch in der Planung aus meiner Sicht sehr intensiv im Fokus haben muss. Everything as a Service. Wir leben in einer Welt, in der Service das klassische Produkt in Wirklichkeit oft substituiert. Man wird, so wie das jetzt bei den Produkten ist, eher das Service-ERP einkaufen. Und wie sich dieses Service dann zusammensetzt, wird dem Kunden vielleicht gar nicht so interessieren. Das heißt, Kunde im Mittelpunkt stellen und auf der anderen Seite so individuell wie möglich seine Bedürfnisse erfüllen können.